Maschine gesehen hast. Ich habe es. Ich habe es gefühlt. Sie haben jetzt eine Königin. Sie werden nicht aufhören. Ich habe sie geweckt. Also muss ich sie auch aufhalten. Ja, aber es liegt nicht nur an dir. Komm schon, gehen wir zu Barry. Leute sind echt in den Urlaub geflogen, was? Kaum vorzustellen. Sind sie, zumindest bevor die UUR hier das Sagen hatte. Thank you.
Oh, gut, du bist hier. Schnapp dir das Modul vom Tisch. Jack ist fällig für ein Upgrade. Also, wir haben dafür nicht gerade alle Zeit der Welt. Weißt du, das Modul installiert sich nicht von selbst. Ich meine ja nur. Fertig. Was macht das Ding? Mir nach. Vor ein paar Tagen habe ich Perik ein Care-Paket geschickt. Mit ein paar Dibis und Egel. Interessant. Potenziell gefährlich, aber interessant. Danke. Weißt du, als du Nulls Maschine beschrieben hast, kam mir eine Idee. Ich nenne es Entführung. Na los, versucht es. Zeig ihnen, was du kannst, Jack. Was? Du weißt, wie man den Schwarmverstand außer Kraft setzt? Nein, Jack flutet nur ihre Hirne mit ein paar Volt. Ist primitiv, hält nicht lang an, aber es klappt. Gegen welchen Schwarm können wir es einsetzen? Nun, unsere Testdaten sind zwar begrenzt, aber weißt du was? Dreh durch da draußen. Mal sehen, was passiert. Oh, noch was. Sieh doch mal nach Paddock, bevor du gehst. Er ist draußen. Noch was, Bert. Wenn der Hammer oben ist, muss ich wissen, ob du verlässlich bist. Mach dir keine Sorgen. Dieses Mal machen wir es richtig. Was mit Lizzie und dem Konvoi passiert ist, war nicht deine Schuld. Tja, nett, dass du das sagst. Aber ich hab den Knopf gedrückt. Hatte kein gutes Gefühl dabei. Wollte es nicht tun, aber ich hab's getan. Also meine Schuld. Da wir gerade dabei sind, hast du irgendwann J.D. gesehen? Das versuche ich zu vermeiden. Habt ihr den Akzent von diesem Paddock gehört? Doras Najanisch. Ja, und? Und sie hatten damals einen gewissen Ruf. Folter, Kriegsverbrechen. Also wo ich herkomme, hat die Chor den gleichen Ruf. Seht euch das an, Kinder. Bis vor wenigen Wochen kamen wir gut zurecht mit eurem sogenannten Schwarm. Dann hat sich alles geändert. Sie wurden klüger. Plötzlich trugen sie Rüstungen. Und sie stellten die hierher. Bedien dich, wenn du willst. Also, habt ihr allein gegen den Schwarm gekämpft? Ja, deshalb habe ich auch Bert erlaubt, herzukommen. Wir helfen euch mit eurer Rakete. Ihr erkämpft für uns das Land zurück. Apropos,
Unsere Wasserversorgung wurde gekappt. Wir wollten sie wiederherstellen, ja. Aber euer Schwarm macht es nicht gerade leichter. Milde gesagt. Der Hammer hat zwar Priorität, aber... Sagen wir mal, wir helfen. Was braucht ihr? Unser Wasserturm. Ihr könnt ihn nicht verfehlen. Ich habe länger nichts von meinen Leuten dort gehört. Keine Ahnung, was da genau los ist. Schaut doch einfach mal vorbei. Okay. Jetzt die Frage aller Fragen. Seid ihr Kinder wirklich vorbereitet? Euer Skiff steht jedenfalls auf der Startbahn. Und die Wüste wartet. Was meinte Baird? Ein kleiner Bürgerkrieg? Wohl kaum. Neue Waffen, neue Panzerung. Sie verändern sich. Nun, schätze, du wüsstest gern, wie ich Baird getroffen habe. Ja, klar. General Khan, Halvo Bay, die Leichtmassenrakete. Diese Worte sagen dir wahrscheinlich nichts. Sei dir nicht so sicher. Nun, es amüsiert dich vielleicht. Aber ich habe früher für die Korps gekämpft. Zusammen mit deinem Freund Baird. Er hat mir gezeigt, dass nicht alle Korps schlecht sind. Nur die Allermeisten. Okay. Nettes Gespräch. Bei diesen Schrotthaufen was zu holen? Schrott? Sie heißen Pariahs. Der ganze Sturz der UR-Panzerdivision. Hm. Ich nehme mal an, ihr habt sie schon ausgeschlachtet. Du vermutest richtig. Aber mittlerweile wurden selbst die Teile nach Teilen durchsucht. Ich war damals in der Ausbildung einige Zeit in der Wüste. Sag Bescheid, wenn du ein paar Tipps hast. Weißt du, nur einer von uns ist Stadtkind. Und ich bin's nicht. Ich komm schon klar.
Okay. Die Startbahn ist dort. Bear, erwarten wir noch jemanden? Nein, tun wir nicht. Tja, das verheißt nichts Gutes. Das glaube ich jetzt nicht. Wollt ihr uns etwa aufhalten? Eigentlich. Daraus wird nichts. Kate. Du solltest ausnahmsweise mal zuhören. Kate. Ich höre zu. Ja, weißt du, ist nicht nötig. Ich bin fertig. Okay. Ich will dir helfen. Wenn ich darf. Wie bitte? Was? Dad hat mir von Mount Kadar erzählt. Was ihr erfahren habt. Und, ja, ich weiß, dass du mir nicht traust. Nach allem, was passiert ist, was ich getan habe, kann ich es dir nicht verübeln. Und was sagt Jin dazu, dass du hier bist? Jin weiß nichts davon. Ach, wirklich? Und lass mich raten, er will sicher auch nur helfen. Ja. Fast ist nämlich gar nicht so übel. Naja, bin ich eigentlich schon. Du hast dich nur an mich gewöhnt. Wer zum Henker sind die? Freunde. Sie kommen mit uns. Ja? Die gefallen mir nicht. War ja klar. Wenn du die beiden mitnehmen willst, von mir aus. Aber ich rede mit dir, nicht mit denen. Kommt ihr damit klar? Wie gesagt, ich will nur helfen. Bert. Tja, dann los. Schwenken wir uns in den Raven und suchen ein paar Satelliten. Kein Raven. Die Sturmfronten da draußen bringen einen um. Also was? Sollen wir laufen? Ey, Mann, wenn du laufen willst, nur zu. Wir haben andere Pläne. Ach, doch nicht mit dem Skiff, oder? Na schön. Aber erst habe ich ein Hühnchen zu rupfen. Ein großes. Klar. Dann rupf los. Du hast mich belogen. Und nach deiner Verletzung hast du dich zurückgezogen. Als würden wir dich gar nicht kennen. Ich war nicht wirklich ich selbst, Dan. Das weiß ich. Und, wer steht heute vor uns? Euer Freund. Ich wollte ja J.D. überreden, dass er seine dunkle Seite annimmt. Aber irgendwie bringt ihr das Beste zum Vorschein. Na gut, wir warten hier. Also. So was? Du traust ihm? Ich arbeite dran. Okay. Jack, Impuls!
Ich weiß, warum wir hier sind. Aber wo gehen wir hin? Ein alter Raketenhangar im Osten. Und übrigens, die Nomaden könnten auch Hilfe gebrauchen. Dann tun wir es. Moment mal. Du kannst nicht einfach sagen, tun wir es und die letzten Monate ignorieren. Del, komm schon. Nein, ist okay. Er soll es rauslassen. Nein, nein, das ist nicht fair. Du bist total vernünftig und ich will sauer sein. Dann sei sauer. Ich will hier nichts beweisen. Ich will nur helfen. So wie ich übrigens auch. Offensichtlich färbt sein Anstand auf mich ab. Der Tarnperdock hat mir gerade etwas verraten. Es ist richtig. Als der UOR-Basiskommandant dachte, dass er gegen die Rebellen verliert, infizierte er alle Militärcomputer mit einer Art Bootsektor-Virus. Das heißt, die Technik hier draußen ist meistens seit Jahrzehnten zerstört. Ja, Jack sollte in der Lage sein, die Schadprogramme auszuschalten und die Maschinen neu zu starten. Er braucht nur Zugriff. Okay, Bert. Verstanden. Ich glaube, das ist der Wasserturm, den Paddock meinte. Sehen wir uns das an. Was machen die Lord Paddock hier? Ihre Wasserversorgung wieder in Gang bringen. Ich glaube, wir haben das Problem entdeckt. Gehen wir rein und säubern den Laden. Schnapp sie dir! Entdeckt!
vorne! Das war's! Gehen wir weiter! Köpfe runter! Oben sind Scharfschützen! Scheiße, die haben sich oben verschanzt! Ich sehe keine Nomaden. Zumindest keine Lebenden. Wir kümmern uns später um sie. Jack, schnapp sie dir. Hier sind verdammt viele! Nomaden überlebt. Jack, Impuls. Da ist jemand drin. Okay, genug ist genug. Holen wir sie da raus. Lassen wir sie raus? Ich meine, sie klingt etwas irre, aber... Okay, genug ist genug. Holen wir sie da raus. Na los, komm schon. Raus. Hier drin ist niemand. Oh, schöner Trick. So hast du also überlebt. Na mehr! Koget koi! O gran posi dutini opsa fasches! Ich höre da nicht gerade Dankbarkeit. Okay, Delta. Schnappt euch alles, was nützlich ist. Dann los. Thank you.
Paddock, wir haben gerade eine Pionierin beim Wasserturm gerettet. Sie war anstrengend. Oh, sie. Sie hat also überlebt, das ist wundervoll. Wir brauchen immer noch Hilfe. Geh zur Pumpstation und zu den alten Docks. Wir bohren dort nach Grundwasser. Okay, wenn wir Zeit haben, sehen wir es uns an. Delta Ende. Drüben bei der Ruine. Und jemand scheint da zu sein. Halten wir an? Okay, mal sehen, was mit diesen Lastern los ist. Ich raff's nicht. Wo zum Teufel sind alle? Das ist nicht gut. Ninun, Eki! Opponis der Karnier! Es nüßt doch nun! In Durma Botoki! Okay, ich nehme an, die stecken in Schwierigkeiten. Los, Delta, gehen wir da rein! Runze! Chamaxa! Scheiße. Da sind Kapseln. Das gefällt mir nicht. Was zur Hölle ist hier los? Warum greifen die nicht an? Na los, wir müssen rein. Jack, Impuls! Öffnen wir mal die Tür oder warten wir hier, bis die uns irgendwann angreifen? Bring.
Jack, Impuls. Jack, mach die Tür auf. Du weißt, dass das eine Falle ist, ha? Huh? Oh ja, natürlich. Dann kommen Sie, Jäger! Okay, mal sehen, was ihr könnt. So müssen Sie die Nomaden erwischt haben. Anlocken, dann ausschalten. Unwürdiger Mensch. Schnapp sie dir. Noch wer ein Nickerchen? Später. Wir gehen jetzt rein und schauen uns dort um.